Genau. Das wollte ich zuerst jetzt Bildschirm freigeben. Wollte zuerst Egel zeigen. Das ist Egels Text. Damit wir immer ins Auge behalten, das Startpunkt, entweder hat man das Buch, zum Beispiel diese Edition bei Suhrkamp oder bei Felix Mainer, die Wissenschaft der Logik, oder eben Zeno.org, Wissenschaft der Logik. Das ist immer, ich hole mir raus die Teile, die wir dann jedes Mal lesen und kopieren würden, damit ein Feiger ist, aber das steht alles hier. Wir sind dabei, dieses erste Buch. Wir können natürlich nicht alles, aber wir werden das erste Buch richtig, so die Abteile zumindest machen, und dann werden wir die anderen Teile, nur die Hauptbegriffe geben werde ich. Das wollte ich erstmal zeigen. Da wollte ich zeigen, diese Meister, die, genau. Ich habe dann, wie immer, unter MyStudy, eine Sekunde, das wird jetzt. Genau. Sieht man jetzt MyStudy oder immer noch Hegel? Ich habe MyStudy. Bitte? MyStudy? Ich sehe MyStudy. Ja. Okay, perfekt. Alles klar. Weil manchmal bleibt das Bild, und das ist unser Seminar. Ich wollte noch was zeigen, was ich immer hier hochlade jedes Mal. Material, genau. Material, was ich jedes Mal, 07 bedeutet die siebte Sitzung. Das ist das Material, das ich dann heute hochgeladen habe für die heutige Sitzung und für die kommende Tag, also was wir heute. Das wollte ich nochmal sagen. Alles andere ist von den anderen Sitzungen. 07 bedeutet immer 7, das sind ganz, damit ganz oben kommt. Nächstes Mal 08 und so weiter. Das wollte ich auch jetzt am Anfang zeigen, sodass wir noch ein paar Minuten warten, dass andere kommen. Und genau, jetzt gehen wir zu den Texten. Genau, sind andere dazu. Genau, gehen wir zu den Texten. Und zwar, jetzt müsste man normalerweise Word sehen, meine Word-Datei. Richtig? Ja? Gut. Ja. Perfekt, alles klar. So, das haben wir jetzt. Also, wir haben letztes Mal, so, wir haben uns mit dem Begriff von Sein und von Nichts befasst und dann Werden. Einheit des Seins und Nichts haben wir auch gelesen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir alles gelesen. Am Ende, Moment und Aufheben, müssen wir heute was, das war ziemlich schnell am Ende. Wir werden mit Sicherheit heute das wiederholen. Was ich nur zuerst zeigen wollte, nach diesem Paragraph Einheit des Seins und Nichts bei Hegel befinden sich vier Anmerkungen. Vier Anmerkungen, die ich jetzt, glaube ich, ganz unten rausgeholt, genau, in blau, die befinden sich natürlich online, aber ich habe die übernommen in blau, und so, weil es gibt einen Grund, das wollte ich jetzt erklären. Das ist ganz wichtig, wenn man Hegel liest. Und viele Interpreten verstehen das nicht, und oft Interpretationen sind fehlerhaft, weil sie nicht genau verstanden haben, wie Hegel Art und Weise zu schreiben ist. Wir haben bei Hegel immer einen Haupttext. Das ist diese Paragrapha.
Ja, das ist der Haupttext. Das ist nach Hegels Interpretation oder nach seiner Art und Weise, Philosophie zu machen, das ist die Objektivität. Das hat wenig mit seiner Person zu tun. Das ist die Logik, die die Begriffe verbindet. Die zwingt uns, logisches, von Sein zu Nichts rüberzukommen. Und dann von Nichts zum Werden. Deswegen dann die Einheit des Sein und Nichts in Werden. Das ist, Hegels Meinung nach, etwas, das eine objektive Begründung hat. Es ist keine Meinung. Das ist keine subjektive Meinung. Das heißt, der Denker, der so diese Gabe haben, dass er praktisch seine Subjektivität fast zur Seite legt und versucht nur zu verstehen, den Inhalt der Begriffe zu verstehen. Und wenn er in der Lage ist, alles andere abzustreichen, also alles andere zur Seite zu legen, nicht denken, sondern nur diese reine Logik der Begriffe. Dann diese reine Logik der Begriffe ist diese Ebene, diese objektive Ebene, und die Begriffe kommen voneinander, entwickeln sich. Es ist nicht Hegel. Hegel gibt nur seine Stimme oder seine Feder, seine Hand zu schreiben, oder würden wir sagen, gibt heute seine ein Philosoph heute würde die Tastatur geben, um das zur Sprache zu bringen. Aber das ist die Wahrheit in sich. Das ist diese Ebene des Absoluten. Das ist diese, man muss das verstehen, dass es eben nicht mit der Subjektivität der Philosophen zu tun. Das hat aber schon Parmenides ganz am Anfang im 6. Jahrhundert vor Christi gesagt. Die Philosophie ist nicht Äußerungen von Meinungen, wie oft heute gedacht wird. Dann in diesem, wenn es so wäre, wäre jeder Mensch Philosoph. Weil, müsste man nicht studieren. Braucht man jetzt sich nicht mit diese schweren Teste zu befassen. Wenn jeder seine Meinung äußern kann und diese Meinung Wahrheit ist, wieso sollen wir überhaupt uns mit Plato, Aristoteles, Kant und Hegel beschäftigen? Dann kann irgendein Mensch, er war so ganz jung, mit 15, 16, hat schon seine Meinung über das Leben. Das ist schon die Wahrheit. Natürlich, das ist nicht so. Es ist die Philosophie, ist eine Wissenschaft, insbesondere die Logik, und das ist diese Fähigkeit, die Logik, die immanent ist. Also die Begriffe selber haben diese Logik, diese Bewegung. Und wir müssen diese innere Logik verstehen. Und das ist dieses Niveau von Hegel. Und die Anmerkungen dagegen, das ist das Subjektiv, das ist der Mensch Hegel. Deswegen hat er getrennt. Da bin ich, der Sprecher, der macht Beispiele oder so wie ich im Moment mache Beispiele, versuche euch das. Er war auch kein Dozent. Deswegen, man merkt, dass er ein Dozent war und versucht immer mit Beispielen zu erklären, vereinfacht zu machen. Das ist natürlich ein schwieriger Inhalt, aber das ist dann Hegel. Deswegen, manchmal musste Hegel vor allem in seinem andere Werke, insbesondere in der Philosophie des Rechts, in der Rechtsphilosophie oder in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, zum Beispiel, wo es um die Religion ging. Ne? Dann war er Professor in Berlin damals an der Universität, sogar Rektor ist geworden, war eine ganz wichtige Position. Da musste er natürlich seine Philosophie so ausdrucken und formulieren, dass irgendwie zu vereinbaren wäre mit der aktuellen Monarchie und mit der damaligen Monarchie und mit der damaligen Theologie, die hat damals war ein theologischer Staat, die preußische Monarchie. Er könnte nicht eine neue Welt ankündigen, wie zum Beispiel unsere, wo die Religion nicht mehr das Leben bestimmt. Das war Hegels Gedanke, dass die Philosophie das Leben bestimmt. Das durfte er damals nicht sagen. Er hat schon viele Kollegen, neidische Kollegen, dass er so erfolgreich war, haben ihn beschuldigt und gesagt, er wäre Atheist. Und er hat sich dagegen gewehrt. Und deswegen hat er in den Anmerkungen immer Sätze geschrieben zur Unterstützung der Religion, zur Verteidigung. Aber in den Anmerkungen, nicht den Haupttext. Da muss der Interpreter verstanden haben. Der Haupttext ist die Wahrheit. Und in Anmerkungen ist der Mensch Hegel
Wer schreibt, der damals musste sich verteidigen und seine Position zu schützen und so weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man Hegel liest, diese Unterscheidung zwischen Haupttext, diese Haupttext soll objektiv gelten, und die Anmerkungen, die subjektiv sind. Ja, trotzdem wichtig. Ja. Aber subjektiv sind. Also seine Meinung, seine Art und Weise. Gut. Deswegen haben wir vier Anmerkungen hier. Ich habe MDA, ist mein Name, Marco De Angelis, das heißt, gehört nicht zum Test natürlich. Ich habe geschrieben, Sie und Innenbauer mit Beispielen aus der Geschichte der Philosophie, diese Anmerkung. Ne? Also er versucht, dieses Sein und Nichts zu erklären, wie er spricht über Parmenides zum Beispiel, das Philosoph, das Sein und so weiter. Gut, das haben wir gesagt, das war was Wichtiges zu sagen. Ne? Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und lesen wir, also das haben wir letztes Mal gelesen, die Momente des Werdens. Also praktisch das Werden ist das Sein, das wird zu nichts und nichts wird zu sein, entstehen, vergehen. Wir haben gesehen, das wird das Sein zu Ende denken, am Ende ist nichts, weil Sein ist alles, aber alles ist nichts. Es ist keine Bestimmung. Ja? Ist das Unbestimmte. Und deswegen Sein und Nichts sind wie die zwei Seiten von einer Medaille. Aber genau das, genau diese Beziehung zwischen Sein und Nichts, dass wenn wir denken, die Kategorie von Sein, am Ende bleibt uns Nichts in der Hände. Aber dieses Nichts ist, und wiederum kommen wir das Sein. Und deswegen, das ist diese Beziehung, diese Ineinanderfließen. Wie sollen wir das? Das ist schwierig geworden, dafür zu gehen. Diese Zirkularität, diese Zirkel zwischen Sein, Nichts, Nichts, Sein und so weiter. Das ist eben das Werden. Und in der Tat, wir können sagen, dass wenn wir den Ausdruck formulieren, alles ist Werden, ist nicht falsch. Hegel hat recht. Am Ende, die Hauptkategorie des Lebens ist doch Werden, hat er recht. Also deswegen das Dritte, die Einheit, wir haben gesagt, wir haben immer Affirmation, Negation, Negation der Negation. Oder These, Synthese, Antithese, wie auch ausgedruckt. These, Antithese, Synthese, Entschuldigung. These, Antithese, Synthese. Also ja, nein und dann die Lösung, kann man sagen. Wir unseren Leben, wir will uns entscheiden. Mag ich das? Umgehe ich das nicht? Dann kommt die Entscheidung. Also das heißt, dann wäre das die Synthese, ist die Entscheidung und dann handelt. Dann ist das Werden. Ne? Dann bewegt sich. So wie zum Beispiel bei eurer Entscheidung, welches Fach studiere. Ne? Weil mache ich das, mache ich das nicht, mache ich das, dann ist die Entscheidung die Synthese. Also es ist nicht so falsch, wenn wir so denken, dass das Leben Werden ist. Also diese Kategorien helfen uns dann bei dem Verständnis des Lebens. Es ist nicht Sex für sich selbst, sondern eben damit, das verwenden wir an, also verwenden wir für das Leben. Und Sein und Nichts sind Momente. Das ist ganz wichtig, dieser Begriff von Moment. Weil unser Leben in der Tat besteht aus Momenten. Auch hier hat er ganz recht. Die Entwicklung oder das Werden ist Werden durch Momente. Auch dieses Seminar jetzt ist ein Moment von unserem Tag. Und der Tag ist ein Moment von der Woche. Woche ist ein Moment vom Monat und so weiter und so fort. Also das sind Momente. Das sind Stufen. Man kann auch sagen Stadien oder Stufen von einer Entwicklung. Jeder Moment in sich abgeschlossen, aber jeder Moment hat einen Sinn für sich. Deswegen, man soll das Leben eben genießen. Jedes Moment ist wie das ganze Leben, könnte man sagen. Jedes Moment ist ein absoluter Wert, wird nie wieder zurückkommen. Und deswegen ist dieses Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens, das werden wir die Kategorie von Endlichkeit und Unendlichkeit, werden wir uns damit befassen, wahrscheinlich nächste Woche. Also dieses Bewusstsein von Endlichkeit des Lebens, aber trotzdem, diese Endlichkeit ist in sich unendlich. Nicht, weil ewig dauert, weil in sich abgeschlossen ist. Wenn wir zum Beispiel einen schönen Abend verbringen mit Freunden, mit einer Freundin oder mit einem Freund oder im Kreis der Familie, je nachdem,
dass es natürlich vergeht, also das ist endlich, aber es ist schön, es ist in sich abgeschlossen. Wir haben gesagt, es war ein schöner Abend, ein harmonischer Abend. Und das ist die Unendlichkeit. Nicht, dass ewig dauert, weil irgendwann, wenn etwas Schönes ewig dauert, irgendwann wird nicht mehr schön. Also muss ein Ende haben, um abgeschlossen zu sein. Sonst am Ende wird man müde und so weiter. Also, und diese vollendet sein, das ist. Das werden wir sehen, ist die Unendlichkeit. So, wir sehen, wie diese abstrakten Begriffe, diese reine, das Wort rein, ganz wichtig, da hat Kant eingeführt, die Kritik der reinen Vernunft. Kant ist die Grundlage von allen, auch von Hegel. Und diese reinen Begriffe trotzdem helfen uns sehr, das empirische, also inhaltvolle Leben zu interpretieren. Also der Begriff Moment ist sehr wichtig. In diesem Fall, Momente sind der Begriff von Sein, die Kategorie von Sein und von Nichts. Momente des Werdens. Dann haben wir gesagt, die Aufhebung. Sollten wir vielleicht nochmal das lesen, damit wir... Und lesen wir vielleicht nochmal diesen letzten Teil über die Aufhebung. Und dann lesen wir die Anmerkung. Wir haben wieder eine Anmerkung, also wir haben den Haupttext Aufheben des Werdens und wir haben eine Anmerkung von Hegel, das ist sehr wichtig über die Aufhebung. Befassen wir uns mit diesem Begriff von der Aufhebung, wie Alan gesagt hat. Möchtest du lesen, Alan? Hallo? Ja, gerne. Ja. Dieses Resultat ist das Verschwundensein, aber nicht als nichts. So wäre es nur ein Rückfall in die eine der schon aufgehobenen Bestimmungen, nicht Resultat des Nichts und des Seins. Es ist die zur ruhigen Einfachheit gewordene Einheit des Seins und Nichts. Die ruhige Einfachheit aber ist Sein. Jedoch ebenso nicht mehr so für sich, sondern als Bestimmung des Ganzen. Das Werden so als Übergehen in die Einheit des Seins und Nichts, welche als Seiend ist oder die Gestalt der einzig einseitigen unmittelbaren Einheit dieser Momente hat, ist das Sein. Ja, das Dasein. Ja, das da. Also das Werden ist praktisch jetzt diese Einheit, also Verschwinden, Sein und Nichts im Werden, weil eben ist es so, aber das Werden jetzt ist eine Bestimmung für sich. Also das heißt, das Ergebnis von dieser Negation ist nicht das Nichts, sondern das Ergebnis von der Negation, wir hatten gleich am Anfang gelesen in Vorrede, ist etwas Positives, ist ein Ergebnis. Oder ein anderes Wort, das wir auch schon gehabt haben, ist das Resultat. Also am Ende von dieser Entwicklung von Sein und Nichts haben wir ein Resultat. Also das Leben besteht aus Momenten, die vergehen, aber dieses Vergangen, diese von den Momenten bringt ein Ergebnis, ein Resultat hervor. Und dieser Moment ist das Resultat, was wir haben, ist dieses Werden. Dieses Werden ist eine positive Bestimmung. Das heißt, eben etwas wird, ist ein Inhalt. Wir verstehen etwas darunter. Es ist nicht mehr so wie Sein, wo man sagt, was bedeutet es? Kann nichts oder alles sein. Aber jetzt Werden ist was Bestimmtes. Etwas wird bedeutet, dass etwas nicht fest ist. Nicht ohne Leben, ohne Bewegung, sondern eine Kontinuität, eine Entwicklung hat. Deswegen, wir haben schon jetzt einen Inhalt in der Hände. Wir haben etwas in der Hände. Ist also eine positive Bestimmung. Oder wie soll ich das? Eine vermittelte Bestimmung, können wir auch sagen. Also hat eine Qualität. Das etwas wird, hat schon eine Bedeutung. Wenn wir denken zum Beispiel später an die Evolutionstheorie, welche Revolution in der ganzen Geschichte der Wissenschaft, aber auch in der allgemeinen Geschichte des Menschen verursacht hat, weil eine neue Vision, dass der Mensch praktisch aus den Tieren stammt, dann hat eine ganz andere
Weltauffassung mit sich gebracht. Deswegen ist diese Idee vom Werden, von Entwicklung ganz wichtig. Und sagt Hegel, das ist das Neue, was wir jetzt haben, ist ein neuer Begriff, den wir Dasein bezeichnen. Bevor wir jetzt über die Aufhebung wieder lesen, wollte ich weitergehen und dann kommen wir wieder zurück, wollte diesen Begriff von der Dasein lesen. Damit kommen wir ein zweites Kapitel. Erstes Kapitel war eben diese Sein, Nichts und Werden. Und jetzt haben wir das Dasein. Das heißt, das Werden ist da. Ist etwas Konkretes. Sein mit einer Bestimmung. Zum Beispiel die italienische Übersetzung von Dasein ist eben bestimmtes Sein. Das ist also, das ist eben so wie, es ist, Hegel sagte Dasein, natürlich, man muss nicht diese Kategorie, dieses Ausdruck, die Ausdrücke hat Hegel natürlich ausgesucht. Man könnte auch sagen, vielleicht wäre besser, als Dasein wäre besser, bestimmtes Sein oder so. Also Sein mit einer Bestimmung, das will er sagen. Aber lesen wir ein bisschen weiter. Wer möchte noch ein bisschen lesen? Hallo? Meldet sich jemand? Ich kann lesen. Ja. Das Dasein. Dasein ist bestimmtes Sein. Seine Bestimmtheit ist seiende Bestimmtheit, Qualität. Durch seine Qualität ist etwas gegen ein anderes, ist veränderlich und endlich, nicht nur gegen ein anderes, sondern an ihm schlechthin negativ bestimmt. Diese seine Negation dem endlichen Etwas zunächst gegenüber ist das Unendliche, der abstrakte Gegensatz, in welchem diese Bestimmungen erscheinen, löst sich in die gegensatzlose Unendlichkeit, in das Für-sich-Sein auf. Die Abhandlung des Daseins hat so die drei Abteilungen, das Dasein als solches, etwas und anderes, die Endlichkeit, die qualitative Unendlichkeit. Genau. So sehen wir, wie Hegel weitere Kategorien gibt, aber ganz langsam. Die entwickeln sich voneinander. Jede voneinander. Sehen Sie diese Gang der Wissenschaft, der Logik. Er benutzt ganz wenige Worte, weil, wie gesagt, wir müssen auch die Worte konstruieren. Wir müssen, jetzt sind wir dabei, die Kategorie, das ist diese Einheit von Subjekt und Objekt. Wir haben nicht ein äußerliches Objekt, sondern wir müssen diese Gegenstände der Wissenschaft, der Logik aufbauen. Wie ein Schreiner, wie ein Schreiner, der hat praktisch Stücke Holz oder so, er muss aus diesem Rohholz muss ein Tisch, der muss Stück nach Stück diesen Tisch bauen. So macht Hegel, so wie ein Handwerker, schön dieses Bild, ein Handwerker der Wissenschaft, der Philosophie. Er macht langsam, bauen wir das langsam. Wir haben jetzt schon einen Begriff, eine Kategorie, die wir am Anfang nicht haben konnten. Weil wir konnten am Anfang nicht starten mit dem bestimmten Sein oder mit dem Dasein. Wir müssen mit dem Sein allgemein starten. Jetzt haben wir ein erstes Ergebnis. Wir haben die Kategorie von bestimmtes Sein. Werden, das Werden ist ein Sein, natürlich. Damit es Werden gibt, brauchen wir Sein. Wie können wir Werden haben ohne Sein? Es muss etwas geben, damit ein Werden gibt. Aber dieses Werden ist schon jetzt eine Bestimmung. So ist etwas mit Bestimmung. Aber gleich sehen Sie, er benutzt noch, okay, die Kategorie der Qualität, aber vor allem die Kategorie von etwas und anderes. Das ist eine wichtige Kategorie der Philosophie geworden, später das andere. Also, das kann der andere Mensch sein. Wie beziehen wir uns zu anderen Menschen zum Beispiel? Aber wie verhalten wir uns zu Tieren? Tiere sind auch andere. Das ganze Tierrecht. Oder wie beziehen sich die Menschen zu der Natur? Umweltproblematik. Das ist ganz wichtig. Etwas und anderes. Also sobald wir beim Sein, könnten wir diesen Begriff des Anderen nicht haben. Weil das Sein ist alles. Deswegen gibt es kein Andere. Das Andere eben ist das Nichts. Aber es gibt eigentlich kein Andere für Sein. Weil auch das Nichts ist. Das Sein ist alles, aber sobald wir ein Dasein haben, also ein Sein mit einer Bestimmung, zum Beispiel jetzt das Werden,
gleich haben wir das andere. Das andere. Das andere. Deswegen sagt er jetzt, die Begriffe, die wir haben, ist etwas und anderes. Dasein und das andere vom Dasein. Aber dieses andere, sagt Hegel, muss aufpassen, ist nicht nur etwas Äußerliches, wie zum Beispiel die Tiere, die Natur oder andere Menschen, sondern das andere ist in sich selbst. Etwas wird, natürlich haben wir gesagt, das Werden ist etwas, das wird, das bedeutet, hat in sich selbst das andere. In der Tat ist es so. Wir haben in uns selbst die Idee, dass wir entweder, dass wir was anderes machen, als was wir jetzt machen, oder wir wollen etwas anders sein, wenn man sagt, ich mache ein Studium, ich möchte jetzt zum Beispiel Lehrer werden oder irgendein Mediziner, ich möchte was anderes werden. Ich bin es nicht jetzt, ich möchte es werden. Aber ich habe mir das andere von mir selbst. Also ich bin da, ich gebe mir nicht zufrieden und möchte etwas anders werden. Da ist eben das andere für mich. Also das heißt, das andere kann man interpretieren als etwas anderes, was eben draußen steht. Diese dualistische Vision, haben wir auch gesprochen von Dualismus. Aber das andere kann man auch haben als etwas anderes in sich selbst. Und wenn ihr überlegt, also wir machen das immer ständig. Wir geben uns ein Siegel oder das in uns selbst, dass wir anders sind, als wir jetzt sind. Und wenn wir ganz müde sind, werden wir müde genau, weil wir immer uns anstrengen. Sag ich, jetzt ist Schluss. Jetzt möchte ich einfach Ruhe haben und nichts mehr denken. Ich möchte das sein, was ich bin und nicht mehr dieses andere in mir haben. Das ist so fein, ist diese logische Gedanke von Hegel. Also dieses Negative in sich, das Positive trägt in sich das Negative, das sagt. Und diese Negation, wenn das etwas ist etwas Ähnliches, weil natürlich, wenn das etwas, es ist merkwürdig, sich auszudrücken, das sind die Begriffe der Logik, wenn das etwas hat ein anderes, bedeutet, dass das etwas ähnlich ist. Weil hört auf, wo das andere beginnt. Das ist ganz wichtig. Wenn wir denken zum Beispiel, was bedeutet Rücksicht für die andere zu haben, Respekt für die, weil bedeutet das, wir sollen Rücksicht haben für den anderen, weil hört auf unsere Unendlichkeit, wo das andere, unsere Rechte hören auf, wenn die Rechte des anderen beginnen. Also das heißt, wir sind begrenzt als Menschen. Wir können nicht machen, was wir wollen. Oft haben wir mit Menschen zu tun gehabt, die dachten, sie könnten alles, wer würde alles ihnen gehören und so weiter. Weil sie haben unsere Räume, unseren Platz, unsere Dasein, unsere Dasein mit ihrer Art und Weise zu machen, sind in unsere Dasein reingekommen. Und haben gesagt, pass auf, das darfst du, das ist mein Raum, meine Sache, mein Leben, das darfst du nicht herein. Also das ist die Ähnlichkeit, ist dieser Bereich des Etwas. Und das andere soll eben das berücksichtigen. Und gegenseitig natürlich. Ja, wir sollen auch das Etwas soll nicht in den Bereich des anderen gehen. Also gegenseitig. Ja. Es gibt Grenzen. Der Begriff von Grenze gibt es auch in diese Behandlung natürlich. Die Grenze. Die Grenze ist wichtig. Nicht jetzt im Sinne geografischer Grenze, Europa und so weiter. Im allgemeinen Sinn. Ja. Die Grenze ist da, weil die Grenze trennt diesen Bereich des Etwas von dem Bereich des Anderen. Ja. Und deswegen ist wichtig, dieser Begriff von Grenze. Aber, und das ist die Aufhebung oder die Überwindung von dieser Trennung, obwohl das eine, das Etwas und das Andere sind eben getrennt, trotzdem sind in einer Beziehung. Und diese Beziehung, dieses Verhältnis ist die Unendlichkeit. So haben wir die Endlichkeit, die ist diese Abtrennung, diese Trennung zwischen Etwas und Anderem, das ist eben natürlich getrennt, und das ist eine Grenze, die trennt die zwei, aber
diese Grenze kann trennen, aber auch kann einigen. Also man kann sowohl sehen als eine Grenze, die trennt, aber auch als eine Grenze, wo die zwei in Verbindung kommen. Und so haben wir von der Endlichkeit, die kommen dann zur Unendlichkeit. Von dieser Beziehung. Ist immer so die Bewegung. Hegel zeigt uns, wie praktisch, wenn wir mit Begriffen arbeiten, ein Begriff, eine Kategorie führt zu den anderen. Und deswegen, wenn wir denken, das Werden als ein Etwas gleich, dieser Begriff von etwas gleich, führt uns zu weiteren Begriff von anderen. Klar, wenn es ein Etwas gibt, gibt es auch ein anderes. Dann gibt es eine Grenze. Aber die gibt es Endlichkeit, also die gibt es eine Grenze. Aber diese Grenze trennt, aber verbindet auch, weil natürlich kommen die zwei in Berührung, in diese Grenze. Es ist eine Verbindung. Also die Endlichkeit ist wie ein Teil der Unendlichkeit. So, die Unendlichkeit ist diese Beziehung und die Endlichkeit ist in die Momente von dieser Beziehung. Und das Gleiche ist bei uns, wenn wir das andere in uns haben, dass wir sagen zum Beispiel, ich bin jetzt fertig mit meinem Abitur oder mit meinem Bachelor und ich kann auch arbeiten gehen oder kann ich studieren, weiter, Master und so weiter. Da gebe ich mir selbst etwas anderes, was ich erreichen möchte, ein weiteres Ziel. Das ist endlich, was ich bin, ist jetzt erstmal, habe ich einen Bachelor gemacht, erstmal, das ist die Endlichkeit. Das Ziel ist Master, das ist eine andere Endlichkeit. Und diese Beziehung, dieses Werden, diese Entwicklung zwischen Bachelor und Master ist das die Unendlichkeit. Diese Unendlichkeit, diese Bewegung. Das ist sie. So ist praktisch diese Kategorie. So, ich wollte, bevor ich über die Aufhebung rede, kommen wir zurück jetzt, wollte erst mal sehen, was danach kommt. Es ist immer besser zu sehen, was danach kommt. Dann versteht man besser, was man vorher gehabt hat. Bei der Dialektik ist immer so. Wir werden dann wahrscheinlich, weiß nicht, ob nächstes Mal, damit uns mit den verschiedenen Begriffen, Dasein, die Endlichkeit und so weiter. Aber erstmal wollte ich fragen, ob es hier Fragen gibt, um diese weitere Entwicklung hier. Wir haben weitere Kategorien geführt. Und bevor wir zurück zur Aufhebung kommen, wollte wissen, ob es Fragen gibt. Weil das sind schon wichtige Begriffe. Das ist also schon weitergekommen. Möchte jemand was fragen, was sagen oder einfach eine Idee dazu, wie man das interpretieren könnte? Wir sind beide, wir sind alle interpretiert, das ist ein sehr schwieriger Text. Und das ist behalten als der schwierigste Text der Geschichte der Philosophie, die Wissenschaft der Logik. Denn werdet ihr sehen, wenn ihr dann andere Texte lesen werdet, wird ein Spaziergang sein nach Hegels Logik, alle anderen Texte. Also wenn man das hinter sich hat, dann alles andere ist einfach. Gibt es irgendwelch, was man da so... Mir erschließt sich das mit der Unendlichkeit und der Endlichkeit. Ja, Lukas, bitte. Mir erschließt sich dieses Verhältnis von Endlichkeit und Unendlichkeit auf der einen Seite und der Beziehung auf der anderen Seite noch nicht. Diese Beziehung zwischen... Ja, es ist so, wir werden natürlich das nochmal vertiefen, wenn wir die entsprechende Paragraphen lesen werden. Mit Sicherheit das die nächste Sitzung oder heute am Ende. Mal gucken, wie wir weiterkommen. Aber ich möchte schon etwas sagen. Also Endlichkeit ist diese Idee, dass ein Etwas, es kann ein Baum sein, es kann ein Tier sein, es kann eine Sonne, die Sterne sein, egal was. Theoretisch auch das Universum ist ein Etwas. Ein anderes gibt. Das ist die größte Frage der Physik oder der Astronomie. Das Universum sich expandiert, gibt es ein anderes, gibt es einen Raum, wo sich das Universum expandiert oder wie ist dieses andere von Universum? Wir haben ja einfach diese Kategorie des anderen. Aber bleiben wir erstmal so bei dem täglichen Leben. Egal was ich sehe, von meinen Augen, Computer, Glas zu trinken, Handy und so weiter, alles ist ein Etwas. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Etwas. Ich bin auch kein Etwas. Auch kein Mensch ist ein Etwas. Ein bestimmtes Sein. Jeder von uns ist anders als alle anderen Menschen. Als ein Einzelmensch, also Einzelfall. Jeder von uns. Nicht nur, aber jeder Zustand von unserem Leben
ist auch kein Etwas. Dieser Zustand jetzt, zum Beispiel deine Frage, man versucht zu beantworten, das ist ein Etwas. Es ist eben ein Stück von Leben. Und dieses Etwas unterscheidet sich von etwas anderem. Das ist die Frage. Also das heißt, wir machen zum Beispiel jetzt ein Seminar über Regel und ist anders als andere Seminare, die im Moment stattfinden, zum Beispiel. Oder ich sehe von mir gegenüber ein Auto, dieses Auto ist anders als der Baum. Wo das Auto ist endlich, ist ein endlich, also ist räumlich begrenzt, aber auch begrifflich begrenzt. Also das heißt, wenn ich einen Begriff vom Auto erkläre, ein Mensch fragt mich, was ist ein Auto, hat nie ein Auto gesehen, erkläre, und natürlich ich sage, das ist jetzt anders als ein Flugzeug oder anders als ein Fahrrad. Also, es ist also endlich, bestimmt, und diese Bestimmung vom Auto und diese Qualität, diese Charakteristik, diese Merkmale vom Auto sind natürlich anders als die Merkmale von einem Flugzeug, von einem Fahrrad, von einem Boot, obwohl jetzt alle Verkehrsmittel sind, kann man sagen. So, das ist eben Endlichkeit. Aber wenn ich Endlichkeit habe, also Begrenztheit habe, dann habe ich auch die Beziehung. Wenn ich hier sehe, zum Beispiel im Garten, Pflanze, Blumen, Bäume und so weiter, die sind alle anders, alle sind endlich. Aber zusammen bilden sie diese Begriff von Garten. Der ist die Unendlichkeit von den endlichen Teilen. Ich kann das aber räumlich so sehen, aber ich kann das auch natürlich seitlich interpretieren, weil wir haben gesehen, alles ist Werden. Deswegen, jetzt ist der Moment von uns, diese siebte Sitzung ist etwas, ich habe natürlich einen Zweck in dieser Sitzung, ich möchte diese weiteren Kategorien erklären und wir wollen alle haben diesen Zweck, diese Kategorien zu verstehen, weiterzugehen. Und diese Kategorie, die wir vertiefen, diese Zweck ist eine Stufe oder ein Moment von einer Entwicklung und wir werden nächstes Mal natürlich andere Kategorien, weitere vertiefen. Also das heißt, ist endlich diese Sitzung und gegenüber der nächsten in der Zeit. Aber die Beziehung, es gibt eine Beziehung. Das heißt, es ist nicht so, dass ich heute rede über diese Kategorie und nächstes Mal rede ich über Mickey Mouse oder weiß ich was. Es gibt natürlich eine Beziehung. Das heißt, es gibt eine logische Entwicklung. Und das ist die Unendlichkeit. Also die Endlichkeit wie eine Stufe oder ein Stadium oder ein Moment, das Egelers Ausdruck ist Moment, der Unendlichkeit. Das ist eben so. Also das heißt, er möchte jetzt sagen, praktisch, wenn Endlichkeit da ist, Begrenztheit, dann ist auch Unendlichkeit gleichzeitig da, Unbegrenztheit. Dasselbe wie Sein. Wenn Sein ist, ist nichts. Wie Begrenztheit ist Unbegrenztheit. Wie Endlichkeit ist die Beziehung. Das ist Hegel Anstrengung. Wir können noch mal vielleicht lesen später, aber wir haben ganz am Anfang gelesen über diese Verstand und Vernunft. Wir haben auch darüber viel geredet. Jetzt ist eindeutig, was Hegel sagt. Verstand bedeutet, dass man an etwas bleibt, festbleibt, und nicht versteht, dass dieses Etwas nur ein Moment ist in einer Beziehung oder nur ein Moment ist in einer Entwicklung. Wir sind zum Beispiel auch Momente. Was wären wir ohne die vielen Beziehungen, in denen wir unser Leben dann entfalten? Wir haben Freunde, wir haben Familie, aber auch jetzt Universität. Ist von bitte auch, was wir jetzt alles machen, ist möglich durch andere Menschen, die das alles geschafft haben. Ich bin in Beziehung mit euch, ihr seid in Beziehung mit mir. Ich wäre nicht da, wenn ich kein Unternehmer wäre. Ihr wäre nicht da, wenn ich heute nicht erschienen wäre und so weiter. Also das heißt, wir sind Momente von einer Beziehung. Das Seminar ist zum Beispiel eine Beziehung. Wir können sagen, dass das Seminar die Unendlichkeit ist, die uns vereinigt
in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde. Und wir sind die endlichen Momente. Und jeder trägt dazu bei, mit seinen Fragen, mit seiner Teilnahme, später mit der Ausarbeit. Deswegen gebe ich so Wichtigkeit den Ausarbeiten. Weil die Ausarbeiten sind eben das Resultat, würde Hegel sagen, in der Logik, in der Dialektik. Die sind das Resultat am Ende. Das heißt, ist am Ende was geblieben ist von dieser Beziehung, von dieser Unendlichkeit von uns, die uns verbindet. Von dieser Beziehung ist das Resultat. Und deswegen gute Ausarbeiten sind gute Resultate, bedeutet ein guter Dozent, eine gute Schule, gute Studenten, aber auch gute Dozent, wenn gute Ausarbeiten sind. Wenn schlechte Ausarbeiten sind, bedeutet das mal schlechte Dozent, weil eben von ihm abhängig ist. Und dann, weil die Studenten gehen davon aus, dass sie interessiert sind, sind gute Ausarbeiten zu machen, sonst wären sie nicht da. Deswegen, das ist die Situation. Also das heißt, wir befinden uns alle in einer Entwicklung, in einem Werden. Es sieht so aus, dass alles still wäre. Ist aber nicht so. Wir befinden uns in einer Bewegung, die zielt darauf, dass wir am Ende diese Ausarbeiten haben. Und diese Ausarbeiten sind das Ergebnis von meiner Arbeit, von eurer Arbeit und sind eben Resultate. Aber diese Ausarbeiten wiederum sind nur ein Zeichen von dem, was in euch geblieben ist, also innen, von eurer Veränderung. Also ihr wollt was dabei lernen. Die Ausarbeit ist nur ein äußerer Ausdruck von dem, was ihr gelernt habt. Und das ist diese Beziehung. Das ist sie. Deswegen, wir haben endliche Momente, das ist Hegel-Text, das ist mein Unterricht. Das ist eure Anstrengung, mich zu verstehen, eure Lektüre von den Texten zu Hause. Das sind alle endliche Momente. Die gehören zu dieser unendlichen Beziehung. Wiederum aber diese unendliche Beziehung, dieses Seminar ist wiederum endlich, weil wir zu einer Entwicklung, das ist diese Laufbahn, diese Universitätslaufbahn. Und deswegen, wenn wir betrachten, von außen ist endlich, dieses Seminar. Von innen ist unendlich. Das ist diese Dialektik. Das ist die Dialektik. Und wenn wir nicht in der Lage sind, die Realität so zu begreifen, dann verstehen wir die Realität, die Wirklichkeit nicht. Weil die Wirklichkeit ist, das ist die Struktur der Wirklichkeit. Ist Werden, unendliches Werden, von endlichen Momenten. Aber dieses unendliches Werden ist nicht ein Werden, das nichts erreicht. Sonst werden wir sehen, Unendlichkeit im schlechten Sinne, das nichts erreicht. Aber die Unendlichkeit im positiven Sinne ist diese Unendlichkeit, das immer wieder Ergebnisse erreicht. Immer. Dieser Gedanke von Fortschritt zum Beispiel. Das ist damit verbunden. Fortschritt. Wie ist Fortschritt möglich? Genau, weil es ist eine Entwicklung, das immer wieder kleine Ergebnisse erreicht, kleine Resultate und dann wieder noch einen besseren und wieder noch besser. Und das ist diese unendliche Entwicklung, die aber eben immer was erreicht. Also es ist wichtig, dass wir da so elastisch, flexibel denken. Weil wenn wir nicht flexibel sind, dann ist Verstand, nicht Vernunft. Das ist also die Unendlichkeit getrennt von Endlichkeit. Und wäre falsch, weil wenn die Unendlichkeit getrennt von Endlichkeit ist wiederum Endlichkeit Unendlichkeit. Klar, endlich ist immer etwas anders. Wenn wir wollen etwas, das nichts hat gegen sich, das ist eben die Unendlichkeit. Aber hat in sich das andere. Aber das ist eben so grob erklärt. Wir werden natürlich die entsprechende Paragraphe lesen. Ich wollte jetzt aber, wenn keine weiteren Fragen sind, wollte kurz zurück. Weil dieser Begriff der Aufhebung ist wirklich wichtig. Ich würde sagen, sogar ist der Kern von der Dialektik. Und wenn die Dialektik die richtige Art und Weise ist, das Leben zu interpretieren, ist die Aufhebung der Kern des Lebens dann. Deswegen ist es so wichtig. Ja? Bildisch im Vergeben. Genau. So. Kommen wir also zurück. Also das heißt, wir haben jetzt dieses zweite Kapitel gelesen und
Das nächste Mal, weil ich glaube nicht, dass wir heute schaffen, werden wir Endlichkeit und also Dasein als solches, das werden wir in etwa wiederholen, was wir schon gelesen haben. Aber ganz wichtig, zentrale Teil von Hegels Logik, Endlichkeit, Unendlichkeit. Das werden wir, also Lukas, das nächste Mal dann mit diesen ganz wichtigen Begriffen beschäftigen, diese Kategorien. Jetzt kommen wir zurück, aber zu dieser Anmerkung von Hegel. Diese Anmerkung. Anmerkung, genau, das haben wir gelesen. So, wer möchte lesen, aufheben und das aufgehobene Anmerkung, ja, aufheben. Wer möchte? Lukas, liest du? Moment, aber dein Audio. Ich versuche nur gerade, ich habe den Text mir kopiert, ich versuche das gerade in meinem eigenen Text zu finden. Man sieht das nicht hier, mein Text? Doch, aber ich möchte mir Markierungen machen, deswegen möchte ich es gerade einfach tatsächlich im eigenen Text lesen. Wo sind wir denn gerade im Text? Ah ja, okay. Hier, möchtest du nicht lesen? Soll jemand anders lesen? Ich kann schon lesen, aber ich hätte Stelle, wo wir gerade sind. Also, hier, Anmerkung. Es beginnt jetzt die Anmerkung. Das, Moment, lass mich aufheben okay, des Werdens. Ja. Haben wir gelesen? Wir sind da. Ich habe es gefunden. Anmerkung. Kannst gerne lesen. Kann man vielleicht das so größer machen, damit das besser sieht, dass es eine Anmerkung ist. Im Text natürlich ist alles, im wirklichen Text ist alles, aber das ist der Text. Ne? Nur ich habe das genommen, damit ich markieren kann, die Sätze, die wichtiger sind. Bitte. Aufheben und das Aufgehobene, das Ideelle, ist einer der wichtigsten Begriffe der Philosophie. Eine Grundbestimmung, die schlechthin allenthalben wiederkehrt, deren Sinn bestimmt aufzufassen und besonders vom Nichts zu unterscheiden ist. Was sich aufhebt, wird dadurch nicht zu nichts. Nichts ist das Unmittelbare. Ein Aufgehobenes dagegen ist ein Vermitteltes. Es ist das Nichtseinende, aber als Resultat, das von einem Sein ausgegangen ist. Es hat daher die Bestimmtheit, aus der es herkommt, noch an sich. Genau. Also, aufheben. Ich weiß es nicht, ob er in der deutschen Sprache noch heute diese Bedeutung hat, aufheben. Also aufheben bedeutet nicht, dass etwas Vergangenes, also dass nichts mehr gibt, sondern etwas, das vermittelt, dass es noch da ist. Es ist eine Bestimmtheit, noch da. Das noch. Aber lesen wir weiter. Vielleicht brauchen wir alles zu lesen und dann besser, dass wir. Möchtest du weiterlesen oder soll jemand lesen oder? Aufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn, dass es so viel als aufbewahren, erhalten bedeutet und zugleich so viel als aufhören lassen, ein Ende machen. Das Aufbewahren selbst schließt schon das Negative in sich, dass etwas seiner Unmittelbarkeit und damit einem den äußerlichen Einwirkungen offenen Dasein entnommen wird, um es zu erhalten. So ist das Aufgehobene zugleich Aufbewahrtes, das nur seine Unmittelbarkeit verloren hat, aber darum nicht vernichtet ist. Die angegebenen zwei Bestimmungen des Aufhebens können lexikalisch als zwei Bedeutungen dieses Wortes aufgeführt werden. Auffallend müsste es da aber dabei sein, dass eine Sprache dazu gekommen ist, ein und dasselbe Wort für zwei entgegengesetzte Bestimmungen zu gebrauchen. Für das spekulative Denken ist es erfreulich, in der Sprache Wörter zu finden, welche eine spekulative Bedeutung an ihnen selbst haben. Die deutsche Sprache hat mehrere dergleichen. Genau. Also wo dann geht ihr jetzt ins Lateinisch und so, da brauchen wir nicht jetzt mit Latein zu werden. Also es ist so, was ich sagen möchte, ist, dieses Aufheben hat zwei Bedeutungen, die fast gegensätzlich sind, aber trotzdem dasselbe meinen. Also etwas aufheben bedeutet etwas Vergangenes. Man sagt zum Beispiel, ihr habt den Bachelor aufgehoben, würde ich sagen. Das heißt, ist nicht mehr da, ist fertig, diese Zeit, das Bachelor, diese Diplom, diese Seminare, ist alles vorbei, ist vergangen, aber hat nicht aufgehört zu sein. Es natürlich ist nicht mehr da, aber es ist in euch geblieben, weil ihr habt was gelernt. Vielleicht habt ihr Freunde behalten aus dieser Zeit oder Kontakte zu Dozenten und so weiter und so fort. Also das heißt, habt ihr vieles aufbewahrt. Und diese Aufbewahren ist dabei, aber auch dabei ist das Ende auch. Das sind beide gleichzeitig. Das ist, was Hegel meint, das ist spekulativ. Das ist auch kein Wort,
was immer wieder findet bei Hegel. Spekulativ natürlich in dem Sinne die Wirtschaft. Wenn ich denke, wie das Wort Spekulation heute benutzt in der Wirtschaft, das ist wirklich das Gegenteil, was Hegel sagte. Weil spekulative Denken, das spekulative Denken ist für Hegel genau das Denken wie ein Spiegel. Das kommt aus Speculus. Das ist lateinisches Wort, Speculus, Spiegel. Das heißt, im Spiegel haben wir zwei Bilder, die gegensätzlich scheinen. Aber es ist die gleiche, ist das gleich, es ist die gleiche Person, aber das ist auch das gleiche Objekt. Aber das scheinen entgegengesetzt zu sein. Und das ist das spekulative Denken, ist das Denken, das in der Lage ist zu verstehen, dass die Gegensätze eigentlich sind Gegensätze von einer Einheit. Das ist das spekulative Denken, was wir als Vernunft bezeichnet haben am Anfang. Also in der Vorrede, was wir gelesen haben, die Vorrede, also die Vernunft, diese Spekulation. Und das, die Aufhebung ist genau das. Die Fähigkeit zu verstehen, dass alles, was ist, jedes Etwas, also auch wir, das Ergebnis ist von dieser Aufhebung. Wir sind das Ergebnis von allem, was wir in unserem Leben aufgehoben haben. Wir haben vieles erlebt, ob jetzt Beziehungen waren, Erziehung von unseren Eltern, Erziehung von der Schule, Bücher, die wir gelesen haben, schlechte Erfahrungen, die wir, egal was, alles, was wir erlebt haben, ist in uns aufgehoben. Wir haben das irgendwie überwunden, ob es Gutes war oder Schlechtes war, aber in uns ist was geblieben. Sonst wären wir nicht die Menschen, die wir sind. Und jedes von uns, können wir sagen, ist das Ergebnis von dieser Aufhebung. Und das machen wir jeden Tag. Jeden Tag, wir erleben etwas, wir überwinden das, also das Ende enden, dieses Seminar geht zu Ende, aber wir versuchen aufzubewahren. Das Wesentliche, das Wichtigste, was für unser Leben wichtig ist. Und das ist eben das Geheimnis, würde Hegel sagen, dass alles im Leben immer beinhaltet oder aufbewahrt, was war vorher. Und es wird, also diese existiert dann in der Gegenwart. Es gibt, man kann sich mit Augustin jetzt befassen. Das ist sehr interessant. St. Augustin hat geschrieben eine Theorie der Zeit. Er hat gesagt, praktisch, die Zukunft gibt es nicht, noch nicht. Also deswegen, die Zukunft gibt es nicht. Man kann Erwartungen haben, Träume, aber die Zukunft gibt es nicht. Die Vergangenheit gibt es nicht mehr, weil was vergangen ist, ist eben vergangen. Was existiert, ist nur die Gegenwart. Aber in dem Moment, wo ich sage das Wort jetzt, ist schon vorbei. Ist schon Vergangenheit. Am Ende würde nichts existieren, wenn es nicht diese Aufhebung geben würde, würde Hegel sagen zu St. Augustin. Zum Glück gibt es die Aufhebung. Die Aufhebung ist diese Fähigkeit, die Vergangenheit zu behalten, kann man sagen. Und das in sie, in uns. Und das ist eben, deswegen ist so wichtig, die Aufhebung. Die Aufhebung, weil man in sich behält alles, aber auch nicht nur die Vergangenheit. In uns ist aufgehoben, auch zum Beispiel in einer Beziehung, sagen wir so, in einem Paar, ist ein Teil von diesem Paar, ist auch das andere Teil von diesem Paar behalten, weil praktisch die Beziehung existiert auch, wenn die Menschen nicht zusammen sind, natürlich, ne? Auch wenn sie, sagen wir so, nicht in Anwesenheit sind. Es gibt sogar Beziehungen über ganz weite Entfernung, die trotzdem bleiben, weil jeder hat in sich das andere aufgehoben, hat in sich die Gedanken von dem anderen, die Gefühle von dem anderen. Und deswegen ist er nicht da in dem Moment, oder sie ist nicht da in dem Moment, aber ist trotzdem aufgehoben. Also diese Fähigkeit des Aufhebens, das will Hegel sagen, so wichtig ist das. Wir können noch ein bisschen weiterlesen, vielleicht mit den Ahlen weiterlesen, oder das sind die letzten Teile, die ich hier nicht weiß. Ja. Der nähere Sinn. Der nähere Sinn und Ausdruck, denn Sein und Nichts, in dem sie nunmehr Momente sind, erhalten,
hat sich bei der Betrachtung des Daseins als der Einheit, in der sie aufbewahrt sind, zu ergeben. Sein ist Sein und nichts ist nichts, nur in ihrer Unterschiedenheit voneinander. In ihrer Wahrheit aber, in ihrer Einheit sind sie als diese Bestimmungen verschwunden und sind nun etwas anderes. Sein und nichts sind dasselbe. Darum, weil sie dasselbe sind, sind sie nicht mehr Sein und nichts und haben eine verschiedene Bestimmung. Im Werden waren sie entstehen und vergehen, im Dasein als einer anders bestimmten Einheit sind sie wieder anders bestimmte Momente. Diese Einheit bleibt nun ihrer Grundlage, aus der sie nichts mehr zur abstrakten Bedeutung von Sein und Nichts herausstreiten. Ja, genau. Heraustreten. Also deswegen, weil wir sagen praktisch, dass jetzt, wenn wir weiterdenken, wir können sagen, Sein und Nichts sind Momente des Werdens und sind im Werden aufgehoben. Das heißt, wenn wir das Wort Werden ausdrucken, sagen, ne, wir meinen auch Sein und Nichts. Also, Werden ist eben dieses Entstehen und Vergehen, Sein und Nichtsein und so weiter. Und deswegen in dem Wort Werden sind beide aufgehoben, Sein und Nichts. Und wenn wir auch jetzt später, machen wir wieder einen Schritt weiter, wo wir waren, hier. Wenn wir das Wort Unendlichkeit, das wird eben der nächste C, die nächste Synthese, ist immer diese Negation der Negation, das dritte Moment, ist immer wichtiger, ist die Einheit. Wenn wir die Unendlichkeit aussprechen werden, so später, wir in dem Begriff von Unendlichkeit ist enthalten auch die Endlichkeit, das Etwas und das Andere. Das heißt, Etwas und Anderes sind in der Unendlichkeit, in der Beziehung der Unendlichkeit, das gleiche wie Sein und Werden, Sein und Nichts in der Kategorie des Werdens sind. Das heißt, diese zwei Polen, Sein und Nichts, Affirmationen, so werden immer wieder kommen, wenn wir weitergehen. Aber in andere Bestimmungen. Aber es ist immer dasselbe. Positiv, negativ. Die zusammengehören in diese Synthese, in diese Negation der Negation. Deswegen diese Aufhebung ist so wichtig. Aber wie gesagt, es ist nicht nur etwas rein kategoriale Natur, also begriffliche Natur, logische, sondern die Struktur des Lebens. Die Struktur des Lebens. Deswegen ist es so wichtig. So. Bevor wir weitergehen, möchte ich erst mal fragen, weil das sind jetzt natürlich komplizierte Gedanken, ich verstehe es abstrakt, aber ich denke, frage euch, ob es jetzt langsam die Art und Weise, es geht darum, nicht jetzt einzelne Begriffe zu verstehen, ins Detail, sondern zu verstehen, was Hegel seine ganze Anstrengung war. Das, was er gemacht hat, hat kein Mensch vorher gemacht. Diese Fähigkeit, dass die Begriffe sich von selbst entwickeln. Dass wir einen neuen Begriff, eine neue Kategorie erst dann schreiben können, wenn sie herausgekommen ist. Wenn sie, ich frage das, wie ist jetzt eure Position? Was für Gefühle oder Gedanken habt ihr dabei? Habt ihr diese Objektivität zum Beispiel? Es strengt sich an, objektiv zu sein. Zu sein, dass, was ich sage, muss für jeder verständlich sein. Also für jeder, der sich damit beschäftigt, hat Hegel einen schönen Satz geschrieben. Jeder kann das verstehen, braucht nur die Strengung des Begriffs. Das ist ein anderes Phänomen des Geistes. Natürlich, wenn jemand sagt, oh, ich möchte nur meine Meinung über Philosophie sagen, ich möchte, dann, klar, wenn jemand nicht bereit ist, die Strengung des Begriffs auf sich zu nehmen, dann kann man nicht mit dieser Person reden. Aber wenn man sagt, okay, ich will mich damit befassen, das wäre die richtige Demokratie. Das heißt, ein Wissen, das jeder erreichen kann, aber er muss bereit sein, sich anzustrengen. Das ist eine Anstrengung, ich verstehe das. Es ist für mich auch keine Anstrengung, das zu erklären. Es ist anstrengend. Wieso ist es anstrengend? So wie Mathematik. Wieso ist Mathematik anstrengend? Weil er hat in sich eine Logik. Das ist Hegels Idee. Wir dürfen nicht unsere Logik, unsere subjektive Logik aufzwingen auf einen Inhalt, sondern wir müssen uns zwingen,
die Logik des Inhalts zu verstehen. Und das ist die Wissenschaft. Wenn wir uns nach dem Logik, nach der Logik des Inhalts richten. Und deswegen ist es anstrengend, weil wir würden unsere Logik, was wir jetzt wissen, was für uns Wahrheit ist, aufzwingen, auf das Objekt. Er hat gesagt, nein, das Objekt hat eine Wahrheit in sich. Und du musst diese Wahrheit verstehen, nicht deine eigene subjektive Wahrheit aufzwingen. Und deswegen ist es anstrengend. Und deswegen ist aber, wenn man diese Anstrengung auf sich nimmt, dann hat man den Schlüssel, um eben alle Inhalte des Lebens zu verstehen. Weil alle Inhalte des Lebens zu verstehen haben als Hintergrund diese Strukturen, diese Kategorien. Sein, Nichts, Werden, Unendlichkeit, Endlichkeit, das sind nicht unsere Gedanken, das sind Strukturen des Lebens. Das ist deswegen so wichtig. Wie sieht das bei mir? Ich möchte ein paar Stimmen hören. Nicht, dass ich immer nur rede. Yannick, bist du da? Hallo? Da. Ja. Darf ich dir ansprechen? Darf ich auch die schwarze Kiste? Nicht nur, immer nur die. Wir haben letztes Mal mit Janik gesprochen über eine Sprechstunde gehabt für seine Hausarbeit. Deswegen jeder kann auch von euch natürlich eine Sprechstunde fragen. Wie sieht es aus, Janik, bei dir? Ich habe daraus keine Frage, was Sie eben gesagt haben, verstanden, um ehrlich zu sein. Aber ist das irgendwie verständlich oder so? Wie kommt bei dir an? Ach so, ja klar, also verständlich ist es. Ich muss immer sagen, dass ich für mich selber, glaube ich, so ein bisschen rausgefunden habe, dass so in einer großen Masse mit Erklären ich Grundzüge verstehe und ich lese auch immer die Texte. Ja. Und dann festigt sich das nochmal. Und ich glaube dann, wenn man praktisches Anwenden in der Hausarbeit beginnt, damit zu tun. Da sozusagen für mich, glaube ich, so der letzte komplette, die letzte Verständnis sozusagen, das zu dem Thema kommen wird. Ja, weil zum Beispiel Janik macht sich Gedanken über eine Hausarbeit, über den europäischen Einigungsprozess. Richtig, Janik, über Europa. Genau, das ist richtig. Ja. Das könnte aber, versuchen wir zu anwenden. Versuchen wir so ein Beispiel zu machen. Wie wenden wir diese Dialektik an diese Entwicklung von Europa? Genau gestern hatten wir ein Webinar von den Grünen, ein italienisch-deutsches Webinar, das ist das erste Mal, es gibt so deutsche, ein Akteur und eine Schriftstellerin aus Italien und eben auch zwei Schriftsteller aus Deutschland. Und dann gab es von der Grünen drei Politiker, Sven Giegold und Alexandra Gese und Franziska, Nachname erinnere mich nicht. Und die haben Zuschauerfragen gestellt, ich bin auch daran gekommen, ich hatte mich auch gemeldet für eine Frage und so weiter. Und dann gab es diese Diskussion, diese Probleme zwischen Italien, diese Spannung in Europa. Ne? Dann hätten wir dieses Beispiel zum Beispiel. Wir haben in Europa, natürlich haben wir in Europa, haben wir zwei Kulturen, die können wir sagen, eine Kultur, eine nordische Kultur, die vor allem protestantisch ist, eine südländische Kultur, die vor allem katholisch ist. Die waren aber schon mal zusammen im Heiligen Römischen Reich unter Karl der Große. Natürlich war eine andere Situation. Aber so fremd sind sie auch nicht, weil die waren schon mal zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie entwickeln, weil diese Unterschiede sind keine wirtschaftlichen Unterschiede. Es wäre ein Fehler zu denken, dass die Unterschiede sind im Geld. Das sind die Wirkung, aber die Unterschiede sind in der Mentalität. Weil einfach, wir haben zwei verschiedene Religionen, zwei verschiedene Interpretationen des Christentums. Nagel in seinen Jugendschriften, vor allem diese mittlere Zeit, als er 30, 35 war, hat zum Beispiel versucht, die Dialektik auf die Religion anzuwenden. Und dann gesagt, das Christentum hat sich gespalten in eine protestantische Interpretation, katholische, und man wird eine neue Religion entstehen, wenn ihr eine Einheit. Von dieser, aber die Einheit wird Philosophie sein, diese neue Religion wird die Philosophie sein. So hat er gesagt, wenn wir so interpretieren, es gibt einige Denker, die so interpretieren, man könnte sagen, dass Europa könnte wirklich entstehen, wenn man schafft, diese zwei Positionen, diese zwei Interpretationen des Christentums zu einigen, in eine neue Interpretation des Christentums, das aber eine
Philosophie ist Hegel, Hegels war seine Philosophie die beste Interpretation des Christentums. Er hat das Leben Jesu geschrieben mit 25 Jahren. Er hat sich die ganze Jugendzeit nur mit Christentum beschäftigt. Er hat gesagt, dieses Ideal der Liebe, was ist die Liebe? Was ist die Liebe? Die Liebe ist eine Einheit von zwei Gegensätzen, bei zwei verschiedenen Menschen. Normalerweise Mann und Frau. Okay, es gibt auch andere Formen, aber so. Aber normalerweise in der Struktur des Lebens sind Mann und Frau. Und die sind getrennt. Etwas und anderes. Die werden nie so eine völlige Einheit sein. Die werden niemals diese Ähnlichkeit wie nie aufhören. Aber sie können unendlich werden, einheitlich sein. Mit zum Beispiel der Familie, mit Kindern. Das ist diese Einheit, diese Überwindung der Einzelnen. Das ist die Anwendung der Dialektik. Und wir könnten auch sagen, mit europäischem Prozess ist es genau diese Anstrengung von nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Anstrengung, dass diese verschiedenen Kulturen, nicht nur die deutsche, italienische natürlich, Französisch, Belgien, Spanisch und so weiter, zu einer Einheit führt. Ist immer diese Anstrengung nach Einheit wichtig. Wie gesagt, wir müssen immer die Einheit, wenn wir wollen die Harmonie erreichen, müssen wir die Einheit anstreben. Die Einheit, diese Synthese. Von der so konnte auch Jani für deine Idee, konnte das, also diese Dialektik so in diese Idee, dass man Europa, dieser Prozess der europäischen Einigung versucht, aus dieser Spaltung, die natürlich war groß 1945, aber wir, deswegen sage ich immer, Europa ist ein ganz, vielleicht die größte Revolution in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wir haben geschafft, diese größte Spannungsunterschiede, die es gab, zu überwinden. Auch wenn heute mit Populismus wieder Krise kommt. Aber wir haben sicher überwunden, weil ein Krieg in Europa zwischen unseren Ländern wäre undenkbar. Man kann sagen, dass der europäische Prozess scheitert, aber wir wollen keinen Krieg entstehen. Deswegen wird wohl so. Also das wäre zum Beispiel eine Anwendung. Ich wollte was fragen. Malin, bist du da? Ist Malin vielleicht nicht da? Gut, okay, weil Mali schreibt etwas darüber, vielleicht wollte sie was dazu sagen. Gut, wer möchte noch was zu sagen? Merle, bist du da? Nee. Dann frage ich den Lukas, also, ja. Ich muss zugeben, dass ich immer noch skeptisch bin, was die Anwendung angeht. Also ich finde das als Philosophie sehr interessant, als vielleicht als Ontologie oder als Existenzphilosophie oder als, ist der falsche Begriff, aber es ist als Philosophie sehr interessant. Aber ich bin immer noch skeptisch, inwiefern hier das wirklich helfen kann, Politik zu verstehen. Vielleicht wäre das ja ein Thema für eine Hausarbeit, aber insofern bin ich da noch skeptisch, inwiefern jetzt Hegel tatsächlich helfen kann, Europa besser zu verstehen, als wenn ich nicht einfach direkt, keine Ahnung, Habermas lese, der da vielleicht ein bisschen konkreter was dazu sagen kann. Marx, bin ich verstanden, Marx. Habermas, ja, ja. Also es ist so, dass praktisch, ja, die Grundlage von allem ist immer die Dialektik von Hegel, auch von Habermas, von der Frankfurter Schule und so weiter. Also das heißt, man soll immer zurück zu Hegel. Natürlich, man kann über Europa viele schreiben, ne, viele Intellektuelle und so weiter. Es geht darum, dass wir aber versuchen zu verstehen, dass Hegel diese Grundlagen gegeben hat, der Dialektik. Und deswegen, entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Wenn wir dialektisch denken, dann müssen wir immer uns auf Hegel zurück. Weil die Begründung ist dort. Versteht? Wir können nicht die Dialektik anwenden, wie zum Beispiel Marx macht oder auch eben Habermas oder andere, die in diesem nach diesem Gedanken der Frankfurter Schule bewegen, ohne aber mit Hegel zu argumentieren. Also das heißt, die Grundlage ist immer Hegel. Natürlich, wir müssen das anwenden. Also das heißt, das ist wie eine Logik, die Grundlage ist, und dann wenden wir diese Logik an und dann lesen wir natürlich Habermas und weiß ich, viele andere, die über Europa geschrieben haben. Es ist eben nur so, dass wir verstehen, was er meint. Aber zum Beispiel, wenn wir zurückzukommen zu dieser Idee der Religion, ich würde das nicht unterschätzen, was sie gesagt. Obwohl ich werde vor allem in der zwei Sitzungen, wir werden noch ein bisschen ein, zwei Sitzungen mit Logik beschäftigen
und dann werden wir zurück zu dieser Thematik der neuen Welt. Eine neue Logik für eine neue Welt. Wir haben angefangen mit der Politik, das wird zur Logik, dann werden wir wieder zurück zur Politik. Aber ich wollte was sagen. Was er meint, die Unterschiede in den Kulturen sind vor allem von der Religion abhängig. Das ist Hegels These. Das heißt, wieso sind die Menschen anders? Wieso? Könnten wir auch alle ähnlich sein, nicht gleicher? Wieso diese Unterschiede in der Kultur? Die natürlich, es gibt, wenn wir andere Kulturen nehmen, wie zum Beispiel Islam, noch unterschiedlicher. Aber auch im Westen mit dem Christentum. Also wo sind die, wieso sind die Menschen anders? Wieso sind die Menschen denken anders? Andere Werte. Wieso? Da sagt er, Hegels Theorie ist das praktisch die Geschichte der Religion und die Geschichte der Philosophie, aber insbesondere erstmal die Geschichte der Religion, hat diese Werte geprägt. Und die Werte machen eben die Kulturen aus. Das heißt, eine Kultur, zum Beispiel unsere Kultur, ist das christliche, die christliche Religion ganz wichtig, das Ideal der Liebe, der Menschenliebe. Und dann dazu ist gekommen natürlich die Aufklärung mit der Idee der Vernunft, mit der Idee der Rechte, der Freiheit und so weiter. Und das ist jetzt in unserer Kultur das sehr stark geprägt. Dieses Subjekt mit seinen Freiheiten. Und das ist eben das Ergebnis von der Geschichte der Religion und seit der Aufklärung, seit 200 Jahren Geschichte der Philosophie. Also diese zwei Bereiche des Lebens, Religion und Philosophie, bestimmen die Kulturen. Und wenn wir wollen heute, lassen wir erstmal die anderen Kulturen weltweit, das ist zu kompliziert. Wenn wir nehmen jetzt Europa, wir können sagen, dass wir europäische Völker haben etwas, das uns einigt, und das ist die Aufklärung. Weil es ist mit Sicherheit, in Europa hat sich die Aufklärung ausgebreitet. Und jetzt, obwohl natürlich es mag sein, dass in einigen Gebieten mehr noch vielleicht ältere Menschen vor allem gibt, die sehr religiös denken, aber unsere Staaten sind keine religiösen Staaten mehr. Also unsere Staaten sind, wir können sagen, philosophische Staaten, säkularisierte Staaten, also Verfassungen. Wo gibt es Toleranz für die Religion, aber die Religion bestimmt nicht mehr den Inhalt des Staates. Das Leben des Staates wird bestimmt von Philosophie, von Aufklärung, von Gedanken, die Ideologien sind die verschiedenen Parteien. Aber trotzdem bleibt natürlich 2000 Jahre Geschichte bleiben. Also das heißt, man kann nicht sagen, in 200 Jahren ist schon die ganze religiöse Erbe weg. Nein, wer weiß, wie lange wir noch brauchen. Und von einer religiösen Kultur zu einer richtigen philosophischen Kultur zu übergehen, brauchen wir Zeit. Und Hegel damals war natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts, war gleich nach der Aufklärung. Sondern damals, wenn wir lesen die Schriften von Hegel, aber nicht nur von Hegel, von allen Menschen, die damals gelebt haben, da war Religion, alle haben nach Religion gelebt. Taufe, Kommunion und so weiter und so weiter. Hehe und auch beim Sterben, alles wurde von der Kirche organisiert. Hegel selbst, auch Schelling, die mussten Pastoren werden. Also Pastor, die haben evangelische Religion eigentlich studiert und Philosophie. Also das heißt, in unserer Geistigkeit bleibt immer noch diese Religion vorhanden. Ich meine, in unserem Geist. Und das erklärt die Unterschiede in Europa. Das erklärt. Nicht das Reichtum oder das ist eben weniger wichtig. Wie die Werte. Wie man lebt, was wichtig im Leben ist. Und vor allem die Tatsache, dass die Menschen sich wenig in Austausch kommen. Oder mit Tourismus natürlich mehr. Aber es ist eindeutig, dass Menschen, die viel fahren, haben keine Probleme mit anderen Menschen umzugehen von anderen Ländern. Aber Menschen, die nicht viel fahren oder wenn sie fahren, nur am Strand sind und nicht mit diesem Volk in Berührung kommen. Also es geht jetzt um die Geistigkeit. Es geht um die Religion. Deswegen würde dir sagen, Lukas, dass Hegel ist die Grundlage, auch um die aktuelle Situation zu verstehen, weil er tiefer ist. Er ist tiefer. Er hat seine Philosophie der Weltgeschichte. Wenn du nimmst, ich werde etwas lesen. Kann ich auf den Punkt eben nochmal eingehen? Ja, bitte, ja.
Ich finde das ein bisschen eindimensional, meiner Meinung nach. Also ich finde Religion, klar ist das ein wichtiger Punkt, der auf die, auf die Menschen eingeht, aber ich finde ihn zu eindimensional. Also ein politisches System zum Beispiel, wenn man es jetzt ein moderneres Beispiel nehmen will, besonders in Amerika, der Kapitalismus hat die Menschen geprägt und auch deren Verhalten sozusagen eingewirkt. Ja. Und nur Religion ist da ein wenig eindimensional. Ja. Also ich würde dich einen Rat geben, zu lesen ein Buch von Max Weber. Da ist die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Das heißt, in diesem, das ist natürlich Interpretation. Ne? Ich sage nicht, dass das die absolute Wahrheit ist. Das ist Interpretation. Das heißt, er zeigt oder er interpretiert oder er gibt uns eine Idee, wie wir interpretieren können, wie der Kapitalismus selbst aus dem Geist des Protestantismus entstanden ist, wie diese Menschen, ich spreche insbesondere von Calvinismus, dass diese Menschen praktisch, es ist so, nach der protestantischen bzw. calvinistischen Ethik vor allem, es ist so, dass man durch diese Erfolge im Leben einen Beweis hat, dass man von Gott auserwählt würde, diese Gnade Gottes bekommen. Das heißt, die Menschen, die Erfolg haben im Leben, damals, ich spreche nicht mehr von damals, nicht heute, damals, also vor 200 Jahren, also das praktisch, das war ein Zeichen dafür, dass man von Gott für das ewige Leben auserwählt wird. Während die Leute, die keinen Erfolg haben, Leute, die im Leben Pech haben, das sind Leute, die von Gott verlassen worden sind. Also in der protestantischen, besonders calvinistischen Ethik, ist diese Gnade Gottes nicht etwas, was man durch eigene Taten, gute Taten fast gewinnen kann, sondern etwas, die Prädestination heißt das, die Theorie der Prädestination. Gott hat prädestiniert, vorher bestimmt. Einige haben, das hat Luther deswegen entwickelt, weil er gegen die katholische Kirche protestiert hat, weil damals aufgrund von Korruption konnten sich reiche Leute, auch wenn sie natürlich Sünde begangen waren, also sündige Leben geführt hatten, konnten sie praktisch abkaufen vom Papst, von der die Gnade. Und dann sagt er praktisch, Luther, nein, da gibt es nicht. Die Menschen können keinen Einfluss haben. Ist Gott, der schon entschieden hat, wer zum Hölle, in der Hölle fallen wird oder wer eben kein ewiges Leben haben wird und wer dagegen diese Heil, das ewige Leben haben wird. Und diese Gnade Gottes, diese Prädestination. Und so wurde diese Idee, ich habe natürlich jetzt nur den Grundgedanken, ein Grund, sagt Weber, Max Weber, ein so wichtiger Soziologe, Historiker, dass die Menschen kapitalistisch weitergearbeitet haben, wo sie reich waren. Das war die Grund, die fragt Max, wieso diese Menschen, wenn sie ein bestimmtes Reichtum erreicht haben, genießen sie das Leben nicht? Und einfach wollen sie immer mehr, aber wieso, aus welchen diese Akkumulation? Das reicht. Wenn man, sagen wir so, heutzutage, sagen wir so, wenn man eine Million Euro reicht, wieso soll das, und vielleicht 60 Jahre alt ist, wieso soll nicht jetzt das Leben genießen einfach? Wir sprechen immer vor 200 Jahren. Heute gibt es hier jemanden, der das macht, wie der italienische Berlusconi. Der hat eben reich geworden, hat sein Leben genossen, aber auch, wie man war. Aber er war kein Calvinist. Berlusconi ist kein Calvinist. Aber eben als Beispiel. Damals war wirklich so. Und deswegen fragst du, wieso diese Akkumulation? Wieso die Gedanken der Akkumulation? So, Janik, ich möchte jetzt nicht sagen, du liegst falsch. Ich sage nur, wir haben einige Soziologen, Historiker, Denker, die uns helfen, die Geschichte zu interpretieren. Und deswegen würde Weber sagen, die Wirtschaft ist nicht das Letzte. Marx würde sagen, die Wirtschaft ist das Letzte, wiederum eine materialistische Interpretation. Vom Marxismus würde sagen, nein, das ist die Klassenkampf ist eben das Letzte, ist nicht die Religion. Max Weber oder Werner Sombart, ich gebe dir ein paar Namen, da kannst du auch in Wikipedia gucken, Werner Sombart, sind zum Beispiel Soziologen, Historiker, die eine andere Interpretation geben. Es gibt beides. Es gibt so Interpretationen, wie
nach Hegel fasst und der Person mehr nach Marx, der Geschichte. Es ist zu überlegen. Also ich tendiere für eine Interpretation nach Hegel, muss ich gestehen. Aber das bedeutet mit uns nichts zu tun mit unserem Seminar, weil unser Seminar beschäftigt mit der Logik, mit der Dialektik. Auch Marx ist ja, denkt dialektisch. Am Ende Marx wendet Hegel Dialektik an. Und obwohl. Deswegen, Janik, was du sagst, ist richtig von einer Seite, weil in der Tat ist es so, dass heute die Leute, die junge Menschen oder auch die alten Menschen, die kapitalistisch denken, machen nicht aus religiösen Gründen. Dann gebe ich dir recht. Heutzutage, aber ist aufgehoben. Man könnte mit Hegel denken. Das heißt, diese Art und Weise zu denken, wie damals kalvinistisch, bleibt, obwohl die Leute mit anderen Gründen machen heute, aber es geblieben, diese Akkumulation. Verstehst du, wie man interpretiert den Grund? Das heißt, es ist aufgehoben, ist aufbewahrt, ist noch da, obwohl wir das nicht mehr aus religiösen Gründen tun. Aber es ist doch geblieben, diese Idee, diese Akkumulation, dieses Wachstum. Was wir sagen, dieses Wachstum. Wieso dieses Wachstum? Aus welchem Grund? Das wäre zu untersuchen, das wäre eine interessante Ausarbeit. Ob dieses Wachstum wirklich nur wirtschaftlich zu erklären ist oder vielleicht gibt es fast eine religiöse Idee, die dann zugrunde geblieben ist, obwohl Leute heute nicht mehr religiös denken. Das ist wie eine Gewohnheit geworden ist. Dass man fast kaum das in Frage stellt, dieses Wachstum, wenn wir überlegen. Ne? Also man kann das, auch sogar Parteien, die gegen das Wachstum sein sollten, linksorientierte Parteien, die eben stellen nicht in Frage dieses Wachstum oft. Das wäre gut. Aber wie siehst du, das Wichtige ist jetzt nicht, dass man zu einem Schluss kommt. Wichtig, dass man versteht, wie diese Kategorien dabei helfen, die Geschichte zu interpretieren und die Gegenwart zu verstehen. Das wäre jetzt. Gut. Wenn möchte noch jemand was dazu sagen? Ja, dein Name sehe ich nicht. Moment. Audio ein. Audio ein, ja? Super, okay. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, mir geht das wie dem Kollegen, dass ich das auch erst verstehe, wenn ich das an einem Beispiel vielleicht, ja, also ein bisschen konkreter, nicht so abstrakt behandeln will. Ja. Und ich bin immer noch Bildungswissenschaftler und in der letzten Hausarbeit ging es darum, dass es in der Schule gerade eine Entwicklung gibt, dass gleichzeitig eine Individualisierung stattfindet und eine Standardisierung. Und dass das schulgeschichtlich so war, dass früher erst die Homogenisierung war, zu Zeiten der Nationalstaaten, dass altersgleiche Klassen eingeführt worden sind und so weiter. Dann später kam die Entwicklung der Inklusion und der Menschenrechte, dass auch verschiedene dass es mehr um die Verschiedenheit ging und auch die Behinderten eingebunden werden sollten und dass die Frauen und Männer gleich in alle Konfessionen in die gleichen Klassen gingen. Das hat sich dann wieder aufgelöst, die Homogenisierung. Und jetzt ist wieder eine Entwicklung, dass es mehr Standardisierung gibt mit PISA und den ganzen Leistungsvergleichstests. Und ich wollte fragen, ob man das eventuell auch mit der Dialektik interpretieren könnte, die Geschichte von der Schulentwicklung irgendwie. Das war jetzt natürlich alles ein bisschen abstrakt auch wieder. Und, ja. Aber genau. Oder das irgendwie. Also klar, man kann natürlich mit der Dialektik kann man alles verstehen. Weil es ist eine Entwicklung, ist das Werden. Deswegen, es ist die, ich habe nicht alles komplett, das Audio war nicht 100%ig perfekt bei mir. Ich versuche zusammenzufassen, wie ich dich verstanden habe. Was meinst du, dass früher war eher eine Entwicklung der Geschichte im Sinne von einer Integration, richtig? Von ausländischen Kindern zum Beispiel oder behinderte Kinder und so weiter. Und jetzt gibt es eher eine Entwicklung im Sinne von Kompetenzen oder so. Genau, und vor der Integration war auch eine homogenisierende Entwicklung wieder. Also ja, ja. So. Ja, das ist klar. Ja, ich habe auch einige Stunden in einer Schule als Italienische, deswegen kenne ich das einigermaßen. Ich habe das aber so erlebt, dass vorher zum Beispiel mit diesen Sonderschulen in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise, gab es diese Sonderschulen, wo eben
Kinder mit, nicht Behinderung, sondern sie hatten Kinder, die Schwierigkeiten hatten beim Lernen. Und nicht unbedingt eine Behinderung, also, vor allem ausländische Kinder. Ich erinnere mich einmal, gab es ein Kind aus Italien gekommen. Natürlich, er hatte Probleme in der Schule, weil er hat kaum Deutsch gesprochen. Und dann wurde ich gerufen, aber vor vielen Jahren. Und als Dolmetscher. Aber ich habe nicht nur den Dolmetscher gemacht zwischen, weil sie wollte dieses Kind von der Grundschule rausnehmen und die Sonderschule. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, aber das ist nicht eine Sonderschule. Das ist eine normale Schule. Er braucht vielleicht ein Jahr, um die Sprache zu lernen. Und deswegen, ich habe so erlebt, dass vorher mehr Sonderschule gab oder Probleme mit den Behinderten oder Kinder, die Schwierigkeiten beim Lernen hatten. Und jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Tendenz von dieser Gesamtschule ist oder so, wo viele Kinder integriert werden und so. Aber es ist so, wir leben in einer Entwicklung, das ist klar. Wir leben in einem Werden. Das Problem, so sehe ich die Sache, dass wir davon, da wir das nicht bewusst sind, weil wir diese Theorie der Entwicklung von Hegel noch nicht verstanden haben. Wir haben marxistisch gedacht, bis vor einigen Jahrzehnten war dieser Marxismus sehr wichtig, ganz Europa. Aber eben Marx, für Marx ist eine Entwicklung eher der Wirtschaft. Zum Beispiel die Entwicklung, das wäre, dass alle Kinder die gleiche Chancen haben, wie es richtig ist, auch die Kinder. Aber wir haben auch nicht gedacht, dass wir auch keine geistige Entwicklung haben von Europa, vom Schulsystem. Also wir haben uns noch nicht den Gedanken gestellt, welche europäische Schule wollen wir haben? Welche Kinder, welche Menschen wollen wir ausbilden? Welche Ideal von Mensch? Das ist das Problem. Wir haben keine Idee, was ist der Geist? Weil, meine Interpretation, das ist meine Interpretation, weil ab 1945, wir hatten sowohl Italiener, Deutschen sowieso, aber auch Italiener, den Krieg verloren. Und wir haben praktisch diesen unglaublichen Einfluss von angloamerikanischer Kultur. Wir sind die Sieger. Die Siegermächte. Und diese angloamerikanische Kultur, die gründet sich auf diese empiristische Philosophie, eine Philosophie der Sinne, mehr das, diese, nicht die spekulative Philosophie wie bei Hegel oder bei Kant, bei der deutschen Philosophie und auch teilweise italienische Philosophie, sondern von dieser Philosophie, die sagt, es ist nur das wahr, was wir sehen, was wir wahrnehmen können. Aber wir können den Geist nicht wahrnehmen. Das ist ein Problem. Wir können den Mensch der Zukunft nicht wahrnehmen. Wir können Europa nicht wahrnehmen. Wir können die Werte, wie können wir die Werte wahrnehmen? Das bleibt der Konsumismus. Ja, weil wir können Luxusautos wahrnehmen, wir können Geld wahrnehmen, wir können Kompetenzen wahrnehmen. Aber wie kann man wahrnehmen, ein guter Mensch, von einem schlechten Mensch. Im Sinne, sagen wir so, was ist wichtig im Leben? Weil die Werte, kann man sagen, sind subjektiv. Gut, klar, man darf nicht gegen die Gesetze gehen. Aber was alles legal ist, gibt dann verschiedene Nuancen. Es gibt Menschen, die sich für andere einsetzen, zum Beispiel, Menschen, die dagegen investieren in Afrika und dort zum Beispiel arbeiten Kinder, produzieren zum Beispiel Handy und die machen das legal. Die machen das legal eigentlich. Also deswegen ist es im Bereich des Legalen viele, viele Möglichkeiten, die eigentlich von Seite der Philosophie aus unmoralisch wären. Und das ist das Problem. Wir sind überflutet worden, so ist meine Interpretation natürlich, das ist also von dieser angloamerikanischen Kultur, die nicht unsere kontinentale Kultur ist. Unsere italienisch, deutsche, philosophisch, griechische, also die unsere philosophische Kultur. Und für uns sind die Werte wichtig, ist der Mensch wichtig, der Geist wichtig, eine soziale Art und Weise zu leben. Wäre wichtig als jetzt diese. Bitte. Also würden Sie das auch zurückführen auf die beiden philosophischen Traditionen dieser, ja, dieser Entwicklung auch? Auf die Religion erstmal, also zwei Grundelemente bestimmen das. Einmal die Religion. Das ist aber mit der Aufklärung bei uns, die Religion seit der Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist die Aufklärung hat fast übernommen. Die Philosophie hat die Aufgabe der Religion. Die Staaten bis etwa Ende des 18. Jahrhunderts waren die Staaten durch die Religion legitimiert. Noch Karl der Große musste der Papst ihm die Krone auf den Kopf stellen. Das war ein Symbol dafür. Und jetzt ist aber bei uns, ist im Westen,
im Westen, überhaupt im Westen und auch natürlich in Russland, in China, in diese Länder, die dann entweder den Liberalismus oder den Kommunismus übernommen haben. Das ist die Philosophie bestimmt. Aber bei uns, das Drama von Europa, so interpretiere ich, das Drama von Europa ist, dass wir gehören, weil wir den Krieg verloren haben, gehören zu diesem NATO, zu diesem Bündnis westliche. Aber wir sind philosophisch anders. Wir sind philosophisch anders. Wir denken anders als der Imperialismus, der Kapitalismus, der Konsumismus. Es wird von uns von oben aufgezwungen. Ich möchte nur ein Beispiel geben dafür. In Italien gab es in den 70er Jahren eine ganz wichtige starke kommunistische Partei. Die wollten keine Diktatur, also kommunistisch, aber von einem demokratischen Kommunismus. Also das heißt über die Wahlen, und man hätte natürlich viel nationalisiert, verstaatlicht, aber nicht mit der Idee, dass man mit der Diktatur gemacht hätte. Also mit. Und da war natürlich war ein großes Problem für die NATO, für die USA, weil in Italien sind jede Menge atomare Waffen von NATO, von USA stationiert, wie in Deutschland auch. Und praktisch, es ist so, dass man, es gibt viele Bücher inzwischen, die Beweise bringen, dass die ganze, diese Spannungsstrategie, diese ganze Terror von rechts und von links, denn die italienische Gesellschaft damals in unglaubliche Unruhe, Rote Armee Fraktion gab es auch in Deutschland, aber in Italien war besonders stark, von NATO und vor allem von den USA finanziert wurde. Damit die kommunistische Partei, die fast über 30% hatte, nicht die Wahlen gewonnen hat. Und in der Tat, es gibt auch Studien, die sagen, es war schon alles bereit für einen Stadtputsch. Das heißt, es waren schon alle Menschen, viele Menschen, die haben wichtige staatliche Aufgaben und Positionen übernommen, hätte die kommunistische Partei die Wahlen gewonnen, demokratisch, war schon bereit, wie in Chile 1972, das praktisch interveniert hätte und so weiter, wie oft in Südamerika passiert. Wenn eine Regierung links werden kann, sofort gibt es einen Staat. War in Italien. Also. Und deswegen, in Italien, was passiert hat? Da gab es ein ganz wichtiger Politiker, der Christdemokraten Aldo Moro, heißt es. Der wusste davon natürlich, der war der wichtigste Politiker von damals, wie Merkel in Deutschland heute. Der hat versucht, die Kommunisten in die Regierung hereinzunehmen. Also nicht durch Wahlen, weil es wäre eine Katastrophe passiert, sondern durch einen Kompromiss, wie eine große Koalition. Damals war in Italien die große Koalition, das erste Mal in der Geschichte war in Italien. Und was passiert ist, dass die italienische Rote Brigade, genau Moro ermordet. Genau Moro. Also das heißt, man hat jetzt viele, viele Studien, die zeigen, dass diese Rote Brigade unterstützt wurde von den NATO-Kräften. Also das bedeutet, Italien wurde damals verhindert, eine eigene Entwicklung zu haben, als soziale Staat, also kommunist-sozialistische Staat. Italien wollte nicht Kommunist, Kapitalist sein, wollte es nicht, aufgrund von eigener philosophischer Tradition. Und danach, wir wissen, was Italien geworden ist heute. Danach Berlusconi und so weiter, weil Italien ist fertig. Ich sage immer, 1978 hat Italien aufgehört zu leben als Stadt. Weil wir haben keinen Chef, keine Richtung mehr in der Politik. Ich war damals junger Mensch mit 18, war ich. Und so weiter. Also das bedeutet, und es könnte sein, dass ähnlich sowas passiert ist in Deutschland, zu Zeiten des Nationalsozialismus. Weil genau zu der Zeit konnte Deutschland links werden, Kommunist werden und Hitler begann jede Menge Finanzierung, jede Menge von Henry Ford, von USA. Also das heißt, entsteht heute eine neue geschichtliche Interpretation, wo sagt, pass auf, was hier gemacht wurde in Europa von Seite der Angloamerikaner, war zu finanzieren, diese Terroristen, weil wenn wir wollen, Hitler war auch kein Terrorist, wenn wir so wollen, diese Rechtspartei, diese Partei, die praktisch, welche war die Idee, eine Mauer zu haben, von Sizilien bis Dänemark, eine Mauer,
damit der Kommunismus nicht nach Richtung Europa, Frankreich, dann England, diese Exportation, diese Wanderung. Und das wäre zum Beispiel eben, wie ich erklären würde, was heute passiert. In der Tat, wenn Macron und Merkel, glaube ich, letztes Jahr gesprochen haben von einem europäischen Heer, also Soldaten, Bundeswehr, sofort ist Trump interveniert. Nein, nein. Aber die sprechen nicht mehr darüber. Die sprechen nicht mehr darüber. Also das heißt, wir Europäer, wir dürfen nichts machen. Wir dürfen nicht unseren eigenen Weg gehen. Und das ist das Drama von Europa. Weil es lebt zwischen diesen zwei Welten, zwischen dieser kapitalistischen Welt und dieser kommunistischen Welt. Wir wollen weder kapitalistisch sein, noch kommunistisch im Sinne von Diktatur. Wir hatten die Idee, also damals der Chef von der italienischen kommunistischen Partei, Berlinguer, hatte dann damals die Idee von einem Euro-Kommunismus. Euro-Kommunismus, also ein demokratischer Kommunismus. Das war ein europäisches Projekt von den italienischen Kommunisten damals. Kein italienisches Projekt nur. Es war ein Projekt für Europa. Und da wurde gestoppt mit Gewalt. Und deswegen ist die Frage, ist, wie ich interpretiere, wir werden nie ein gemeinsames Europa haben, wenn wir uns nicht von diesen Großmächten befreien, die unsere Freiheit einnehmen. Und das ist in erster Linie USA. Ich sehe jetzt natürlich, diese Themen bewegen viel mehr als die Kategorie. Ich sehe zwei Meldungen. Erst ist Yannick, dann Merle, dann Dominik. Bitte, Yannick. So, meine Meldung war noch von vorhin, als ich dann irgendwie dazu geredet habe. Von daher. Okay, dann ist hier Rübe. Dann Merle. Ich wollte noch kurz was zu dem Thema Schulen sagen, falls es vielleicht auch für eine Hausarbeit für jemanden interessant ist. Es gibt in Deutschland die Club of Rome-Schulen, also 16 Schulen, die aus dem Club of Rome-Netzwerk entstanden sind. Ja. Und die verfolgen auch diesen globalen Ansatz, Verantwortung zu übernehmen, Nachhaltigkeit und versuchen eben Schüler dazu auszubilden, sich nicht national zu identifizieren, sondern global. Also falls das jemanden interessiert, ist das vielleicht noch ein gutes Thema. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Ich wusste davon nichts. Also für diese Schule, ich habe diese Philosophy for Future.org, da muss man immer ins Auge behalten, weil ich habe dort viele Sektionen. Eine Sektion ist für Europa, eine Sektion ist für die Schule, Weltschule, europäische Schule. Für mich Europa bedeutet Vorbild von einer möglichen kosmopolitischen Stadt. Weil wenn Europa nur zusammen ist, um reicher zu sein, Wohlstand, egal was in Afrika passiert, das natürlich ist nicht mein Ideal von Europa. Europa ist entstanden als Idee, in diesem Manifesto von Ventotene, von Spinelli 1941, Europa ist entstanden mit der Idee, ein gerechter Staat, sozialer Staat zu werden. Mit Frieden, aber auch mit Gerechtigkeit, wo die Leute wirklich gut leben, alle. Aber als erste Stufe für eine philosophische Weltstadt, so entstand in Europa. Nicht als Reichtum, abschotten wir uns von den anderen, egal was den anderen passiert, machen wir die Grenze dicht und dann lassen wir die Migranten im Mittelmeer sterben. Das war nicht die Idee von Europa. Deswegen war es so skandalös, was mit Migranten passiert ist. Natürlich können wir nicht alle Migranten hier, das ist logisch, aber hätte Europa wenigstens nach einer Lösung fordern müssen, weltweit. Die UNO, das Problem von der UNO. Und das ist, Europa ist ganz wichtig. Und diese Weltschule, deswegen, es gibt auch schon einen Student, Patrick Schulz heißt, er hat was geschrieben, es gibt auch ein Video von Patrick, der gehört zu dieser Gruppe von uns, die wir treffen nächsten Montag, weil in dieser Gruppe sprechen wir dann ins Detail, in die verschiedenen Bereiche. Und ich gebe zum Beispiel ein Video und der Patrick versucht, sich Gedanken zu machen über eine philosophische Weltschule. Und Merle wäre auch sehr interessant, wenn du darüber eine Hausarbeit schreiben würdest oder der Kollege, aber Entschuldigung, wie heißt du, weil ich habe nur eine Zahl hier. Benjamin, damit ich auch weiß, wenn ich deine Hausarbeit bekomme und so, oder wenn du mit mir, wie wichtig, dass ich euren Namen kenne. Das wäre auch sehr schön, wenn Benjamin zum Beispiel etwas darüber schreiben würde. Der Begriff von einer europäischen philosophischen Schule, wie Nachhaltigkeit, wo die Jungen Nachhaltigkeit, Nachgerechtigkeit erzogen werden. Wir brauchen ein neues Schulsystem.
Das geht denn, weil eben dieses Schulsystem von heute, die basiert auf Konkurrenz, die basiert auf Kompetenz. Ich nenne nur diese quantitative Idee, ne? Diese quantitative Idee, die Noten. Das ist Schwachsinn total. Logisch, dass die Leute danach wollen nur immer reicher werden und so weiter. Weil das ist quantitativ. Quantität ist wichtig. Komfortqualität. Ne? Und das ist eben bei Hegel, bei der Logik von Hegel, ist sehr interessant. Wir haben gesehen, dass die erste Kategorie ist die Qualität und dann die Quantität. Es ist wichtiger die Qualität. Also Merle, dein Hand ist noch gut, aber hast du schon gesprochen, richtig? Oder möchtest du noch was dazu sagen? Nee, an der Runde, nee. Ah, Dominik, bitte. Ja, ich fasse mich auch ganz kurz. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ich fange mal anders an. Ich bin nach wie vor skeptisch, inwiefern jetzt Hegels Dialektik zur Erklärung der Weltgeschichte irgendwie herangezogen werden kann. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, aber ich belasse es auch bei dem Kommentar. Wozu Hegel meiner Meinung nach, also was ich jetzt so bisher mitgenommen habe, wichtig ist, was wir von ihm lernen, ist diese Art und Weise zu denken. Und zwar das Mitmachen der Zwänge, die für einen Gedanken notwendig sind, die so ein Gedanke vielleicht mit sich führt, das muss ich auch ganz akut bei Benjamins Beitrag denken. Vielleicht, natürlich kann man über eine neue europäische Schule nachdenken, aber vielleicht ist es ja auch erstmal wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was ist denn der Begriff eines Individuums? Was ist denn der Begriff einer Gesellschaft? Und wie gehören diese beiden Begriffe vielleicht untrennbar miteinander zusammen? Also dass die Anwendung dieser Dialektik einem vielleicht dabei helfen kann, über Begriffe klar zu werden. Also weil für mich ganz subjektiv, vielleicht geht es wem anders ähnlich, das Individuum kann ich ja ohne den Begriff der Gesellschaft gar nicht denken. Das fällt mir irgendwie schwer. Und ich glaube, da ist vielleicht, also das ist für mich für jetzt gerade Stand, wo ich stehe, das, wofür Hegels Denken für mich gut ist. Ja, ich bin mit dir völlig einverstanden. Das heißt, der erste Beitrag, das Erste, was wir von Hegel lernen können, ist dieses Verständnis des Netzes des Lebens. Die Gesellschaft wie ein Netz von Geistern, von Individuen, also Geister. Aber in Hegel ist die Philosophie des Geistes genau, was du sagst. Ich habe natürlich jetzt, ich habe noch mit euch 5 Sitzungen, richtig? Heute 7. Oder 4 Sitzungen. Ich werde mich beeilen, ja, weil ich wollte das genau das. Ich werde kurz noch über die Logik, weil sonst sprechen wir über. Es geht dann erstmal, dass die Dialektik. Ich glaube, wir haben die verstanden, wie die Dialektik. Das können wir, also, weil dann werde ich die übrigen Sitzungen widmen, wie wir den Begriff von der neuen Welt, wie das aussehen soll. Zum Beispiel, was du sagst, was Hegel uns beibringen kann, ist der Begriff vom Individuum, ist ganz stark bei Hegel, ist der Begriff vom Geist und das ist Freiheit. Ist für Hegel die Geschichte der Freiheit. Das heißt eben, da in uns diese Kreativität wirkt, diese Vernunft, diese Vernunft muss sich selbst erstmal begreifen, müssen die Menschen erstmal davon bewusst werden. So die Geschichte ist erstmal Geschichte des Bewusstseins. Dass die Menschen, und wenn die Menschen verstanden haben, dass sie Vernunft sind, und das wäre die Zeit der Aufklärung für Hegel, ist passiert, dann werden sie nie wieder akzeptieren, dass ich nicht als Vernunft behandelt werde, als Verstand, als mündiger Bürger. Und das ist die Freiheit. Deswegen die freiheitliche Staaten, wie wir heute interpretieren, das haben, ist eben für Hegel der Sinn der Geschichte, der Sinn der Geschichte. Deswegen ist es so wichtig Hegel für die Geschichte auch. Aber das werden wir darüber reden, wie wir noch vertiefen. Wie Hegel uns, natürlich Hegel kann uns nicht Lösungen geben, weil er ist vor 250 Jahren auf die Welt gekommen, vor 190 Jahren gestorben. Deswegen kann er nicht eine Lösung, können wir nicht das Buch von Hegel nehmen, auch das Buch über die Geschichte und die Lösung finden. Aber er kann uns den Schlüssel geben, wie wir interpretieren, was heute passiert, was heute uns fehlt und vor allem, wo wir hinwollen. Das ist wichtig für die Dialektik. Weil wenn wir dialektisch denken, verstehen nicht nur die Vergangenheit,
den Sinn der Vergangenheit, sondern verstehen auch für den Sinn der Zukunft, was auf uns wartet, was wir machen sollten. Und das ist sicherlich nicht eine Gesellschaft, die ja nur auf Konsumismus und auf unendliche Produktion. Wir werden sehen, wie zum Beispiel der Begriff der Dialektik, der Unendlichkeit wichtig ist. Weil er wird zeigen uns, beziehungsweise er erklärt uns, was die wahre Unendlichkeit ist. Ich hoffe, dass ich dann erklären kann, wie der Kapitalismus nicht die wahre Unendlichkeit, nicht auf der wahre Unendlichkeit sich begründet, sondern die falsche Unendlichkeit. Der Kapitalismus ist einfach eine Wiederholung von Unendlichkeit. Wer konsumiert, dann bin ich zufrieden. Habe ich ein neues Auto gekauft, bin ich eine Woche zufrieden, zwei Wochen zufrieden, vielleicht einen Monat, dann irgendwann kommt das neue Modell. Dann wieder, immer. Und das ist nach Hegel die schlechte Unendlichkeit. Die wahre Unendlichkeit ist dagegen, wenn die Menschen wissen, was sie wollen, das ist nicht etwas Materielles, sondern etwas Geistiges, eine Familie, Liebe, eine schöne Arbeit natürlich auch und so. Und da sind sie glücklich, wenn sie das haben. Es ist nicht ein quantitative Akkumulation von Gütern, sondern eine qualitative etwas erreichen im Leben. Und wir werden sehen, wie das wichtig ist. Die Kritik am Kapitalismus gründet sich auf Hegels Logik. Das kann ich euch versprechen. Also auch Marx-Kritik gründet sich auf Hegels Logik. Also gut, okay. Also ich fand es schön, dass wir ein bisschen Gespräch heute gehabt haben, Diskussion gehabt haben. Ich verstehe das natürlich, wenn wir rein mit der Logik befassen, ist die Diskussion schwierig, weil das ist natürlich sehr abstrakt. Aber wir haben gesehen, sobald wir dann mit Gesellschaft oder mit anderen Themen, dann können wir diese anderen Themen ganz anders. Das ist meine Hoffnung. Dass wir lernen in diesem Seminar, dass am Ende die letzten Sitzungen, die wir in der Lage sein werden, über diese Begriffe von Staat, Gesellschaft, Ethik, Schule, dialektisch zu denken. Also mit der Vernunft und nicht mit dem Verstand, wie wir gesagt haben. Wenn das uns gelingen wird, kann ich sagen, ich werde dann zufrieden, dass ich was erreicht habe. Und dann wird jeder von euch sagen, ob das richtig ist oder ob ich übernehmen möchte, sein Leben oder nicht. Gut, ich denke, wir haben auch heute eine sehr schöne, positive Sitzung gehabt. Ich glaube, alle A-Fragen sind irgendwie diskutiert worden, beantwortet weiß ich nicht, aber diskutiert auf jeden Fall. Und wir sehen uns also nächste Mittwoch, zur gleichen Zeit. Ich erinnere immer, Montag um 19 Uhr findet immer diese Philo-Europa statt. Nächste Montag, da gibt es einen Studenten oder eine Studentin, die macht ein Seminar, ein Referat. Und da können wir aber in der kleinen Gruppe können wir auch diese Themen besprechen. Ne? Also besprechen wir besonders diese Themen. Also ich würde sagen, wenn jemand von euch kommen möchte, gerne, soll mich kontaktieren per Mail, dann schicke ich dir ein Datum mit diesem Link. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch, eine schöne Woche, letzte Woche, dann wissen wir uns nächste Woche. Ciao. Gleichfalls. Tschüss.